Hey Leute, ja, nicht wundern, dass ich in letzter Zeit immer so an komischen Orten filme und nicht mehr so gewohnt wie immer im Flur, aber es liegt daran, weil mein Stativ kaputt ist und ich muss jetzt warten, bis es wieder heil ist. Also ich kaufe mir kein neues, sondern das kann man wieder heil machen, aber es dauert halt eine Weile, ne? Und ist ja auch egal, ich will euch nur damit sagen, dass sobald es wieder heil ist, ich wie normal, wie gewohnt im Flur weiter filme. Ja, und ihr wundert euch sicherlich auch schon wieder, krass, schon wieder ein Haul. Ja, es ist schon wieder ein Haul. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber in letzter Zeit kaufe ich mir sehr oft vereinzelt irgendwelche Sachen. Und das liegt aber auch daran, weil ich habe halt, also für Hauls habe ich ja auch, sag ich mal, da finde ich irgendwo die Zeit, die zu filmen, also die zu drehen. Aber ich habe eigentlich noch ganz viele andere Videos auf meiner Liste zu stehen. Aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Und Hauls gehen recht schnell, weil die Sachen habe ich ja schon da. Und dann muss ich mich nur schnell vor die Kamera setzen. Und dann geht's los, ne? Und dann viel rauscutten muss ich ja meistens auch nie. Deswegen habe ich dafür meistens, finde ich dafür meistens noch die Zeit. Und es ist bestaunenswert, weil es ist bei mir gerade mitten in der Woche, wo ich das filme. Und das ist total komisch, weil ich das ja sonst eigentlich mitten in der Woche nicht schaffe, weil ich dazu nicht die Zeit habe. Aber irgendwie habe ich jetzt doch die Zeit gefunden. Ich finde ja selbst am Wochenende nicht immer die Zeit. Aber ist okay. Oder nicht, oder wie auch immer. Also, ich war in Polen mit meinen Eltern und weil meine Mutter da mir Zigaretten kaufen wollte und sowas halt, ne? Auf jeden Fall war es halt so, dass ich halt so richtig schöne Jacke gesehen habe, oder was heißt schön, ich fand sie schnuffelig, was auch immer. Und das habe ich dann so gesagt zu meinem Vater, ich meinte, oh, guck mal, die ist voll schnuffelig. Und dann meinte er so, ja, kauf sie dir. Und meinte so, ja, ich habe kein Geld. So, dann sind wir weitergelaufen und dann kamen wir an dem nächsten Stand irgendwann an und dann meinte ich wieder, oh, das ist ja die schnuffelige Jacke. Und dann meinte meine Mutter, kauf sie dir doch. Und ich meinte, ich habe kein Geld. Natürlich, ich habe Geld, also, aber es gibt Sachen, da sag ich mir, ich will mit meinem Geld für andere Sachen ausgeben, weil Jacken habe ich genug. Naja, und dann meinte mein Vater halt, soll ich sie dir kaufen? Und dann wollte ich gerade so sagen, nein, musst du nicht. Und meinte meine Mutter, sagt ja, sag ja. Und dann habe ich gesagt, gut, okay. Und die gab es, also ich kann euch die jetzt schon mal zeigen. Die hat so hier so, die hat so als Kapuze, hat die so ein Gesicht. Und so mit Öhrchen und so. Und dann sind hier noch so Bommeln dran und die hat halt einen Reißverschluss, ne? Und die ist halt total weich und kuschelig. Und ja, die gab's also einmal halt in braun. Dann gab's sie in blau oder türkis und in pink. Und ja, ich glaube, das war's. Aber und ich hätte mich ja eigentlich eher für türkis, also blau, oder für pink entschieden, weil das ja schließlich meine beiden Lieblingsfarben sind. Aber ich habe mir gesagt, das ist halt so ein bisschen tiermäßig, das ist ein Eichhörnchen oder was weiß ich. Und die sind halt nicht blau oder pink, sondern die sind halt braun. Und ich brauche auch mal ein paar neutralere Sachen. Ich habe meistens immer, wenn ich mir meinen Schrank angucke, habe ich immer nur so Knallfarben, so pink und blau und was weiß ich. Also das heißt Knallfarben, aber es ist ja halt immer ein bisschen bunter. Und ich muss mal anfangen, ein paar neutralere Klamotten zu tragen, weil oftmals kann man dazu nicht viel Gutes kombinieren. Und wenn doch, dann bin ich zu doof dafür, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ja. Ich kann am Ende des Videos mal Bilder davon einblenden, wo ich die Jacke anhabe. Ansonsten, ja, das wäre die halt, die ist voll, ich mag die und die ist so weich und kuschelig. So, dann muss ich noch eins sagen, ich wollte ja mal wieder ein bisschen so Fanartikel shoppen im Internet und wollte mir nämlich mal, was ich ja schon mal gesagt habe, mir diese White Chitty Jogginghose kaufen, die von White Chitty. Ja, die gibt's nicht mehr, weil sie ja ein neues Sortiment haben. Und die hatten ja, bevor sie diese neuen Klamotten reingemacht haben, hatten sie ja mal so ihre Klamotten runtergesetzt. Und dann war auch die White die Jogginghose runtergesetzt. Und da wollte ich sie mir eigentlich kaufen, aber es gab sie nicht mehr in meiner Größe. Und ich habe ja M und in M gab es die nicht mehr. So, und deswegen habe ich gesagt, gut, okay, dann warte ich, bis die die wieder reinkriegen. So, und dann hatte ich irgendwann mal mit dem Handy geguckt. Hab dann halt gesehen, ah cool, die haben die wieder. Aber es war halt abends und ich habe gesagt, gut, dann mache ich das morgen mit dem Bestellen. Und irgendwie ist mir das am nächsten Tag auch nicht mehr eingefallen. Und irgendwann nach einer Ewigkeit ist mir das dann mal wieder eingefallen. Das heißt nach einer Ewigkeit, aber nach einer Weile ist mir das dann irgendwann mal wieder eingefallen. Habe ich gesagt, ja, muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Bin ich halt am Computer ran und habe dann halt geguckt. Ja,
es gab sie nicht mehr. Es gab halt nur noch die neuen Klamotten von Waikiki, wo ich mich jetzt ein bisschen angearscht fühle, wo ich so denke, scheiße, ich hätte die Jogginghose gerne gehabt, weil das war der Grund, warum ich mir seit langem jetzt mal wieder keine neue Jogginghose oder halt so eine in der Art halt gekauft habe, weil ich mir dachte, ich hole mir ja bald die Waikiki Jogginghose. Ja, toll. Ich wollte die mir, glaube ich, in Grau holen. Gibt's nicht mehr. Aber es gibt ja auch nicht irgendwo, wo man die jetzt nochmal findet oder so. Da ist ja auch nicht so, dass irgendjemand sagt, ja, ich habe die Waikiki Jogginghose, aber ich will die nicht mehr und ich verkaufe die oder so. Das gibt's ja auch nicht. Und wenn doch, meldet euch bei mir. Nein, wenn ich schreibe mal die Jungs von Waikiki an, habt ihr zufällig noch irgendwelche im Übersortiment oder so, wo noch welche übrig geblieben sind? Ich nehme gerne was ab oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich würde die nämlich so gerne haben. Aber es gibt die nicht mehr. Ich hasse das, nur weil ich so lange immer mir Zeit lasse und das immer aufschiebe. Warum mache ich das? Aber es ist doch scheiße, manchmal habe ich nicht das Geld dafür und sage mir, ja, vielleicht habe ich es in 2 Wochen. Und wenn ich dann in 2 Wochen das Geld habe, dann gibt es auch die Sachen nicht mehr. Zum Beispiel kommen wir zu der zweiten Sache, die ich nämlich gekauft habe. Und zwar Bettwäsche habe ich von Ikea. Hier, die heißt so, kann ich nicht, wie heißt das? Björn Loka Huda oder sowas, weiß ich. Ist ja auch Schnurz, hat 14 noch was gekostet. Die Jacke hat übrigens, glaube ich, 20 Euro. Nee, 28 Euro gekostet. Irgendwie so, genau. Auf jeden Fall, ja. Die Bettwäsche hier, ja. Die war halt schon immer, also ich wollte die haben, weil ich finde die richtig cool. Ich mag die voll. Einige wissen vielleicht, dass die Jungs von Ape Crime diese Bettwäsche haben. Also ich weiß, dass Jan und André auf jeden Fall diese Bettwäsche haben. Na, ist ja auch egal. Ich finde die auf jeden Fall richtig cool. Nur Ikea hat halt nie diese Größe an Bettwäsche, was mein Bettzeug, also das Bettzeug hat nie die richtige Größe von dem, was halt meine Decke und mein Kissen, was das für eine Größe hat. Das hat halt nie das Passende. Also es gibt es halt immer entweder nur in zu groß oder zu klein. Und meine Mutter hat jetzt auf jeden Fall das mir geholt. Das ist jetzt Design Synomorg 140x200cm, 55x79, 80x80, 32x32. Ja, und zwar habe ich das nämlich, ja, also ist ja egal, dann nehme ich es halt zu groß, aber ist halt besser, weißt du, weil ich finde viele Bettwäschen bei Ikea richtig schön, nur mein Bett hat einfach nicht die Größe dafür, aber ist ja egal. Ich wollte die halt unbedingt haben und jetzt habe ich die. Und das Krasse war ja, meine Mutter war bei Ikea, hat danach gefragt, ja, haben sie die Bettwäsche und bla. Hat meine Mutter ihr auch noch so das Foto gezeigt, weil ich ihr ein Foto davon geschickt hatte. Und dann meinte die so, ja, nee, die haben wir nicht mehr im Sortiment. So, und meine Mutter hat dann schon voll den Schock bekommen, weil sie ja weiß, bei mir ist irgendwie, ich habe immer das Glück, dass es das dann nicht mehr gibt, weil ich es immer aufschiebe, alles, ja, ja, das kann man noch holen und kann man noch holen. Ja, und dann meinte sie, aber ich guck mal unten im Lager oder irgendwo, wo die halt noch diese letzte Restware halt haben, was halt noch übrig geblieben ist. Ja, und dann, da war das halt noch. Also beim Internet verkaufen die ja auch noch. Ja, auf jeden Fall voll krass. Ich dachte schon so, Alter, was? Ich hatte schon voll Angst, ne? Dass es die nicht mehr gibt. Deswegen, ich glaube, das ist ein Fehler von mir, immer alles aufzuschieben. Von wegen, ja, ja, hole ich mir noch. Ich glaube, ich sollte immer gleich, aber das ist halt, entweder habe ich nicht die Zeit dafür oder ich habe nur nicht das Geld und sagen mir, das ist ja schwachsinnig, weißt du? Ach, das ist halt voll anstrengend, ne? Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so, dass ihr auch immer irgendwas haben wollt und genau dann, wenn ihr euch das kaufen könnt, dass es dann auch immer nicht mehr gibt, weil es nicht mehr im Sortiment ist? Ich finde das so ätzend. Naja gut, ich habe in diesem Video mehr gelabert als alles andere. Ne, ansonsten ist halt hier nur, habe ich euch ja nur 2 Sachen gezeigt, die ich gekauft habe. Aber ich hoffe, es ist trotzdem okay und würde mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen und würde dann sagen, dass falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao.